Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zur Chronologie. Heute mit verstörenden Internetseiten. In dieser Folge werden es 10 an der Zahl sein, aber ich habe noch genug verstörende Internetseiten übrig, um noch mindestens 1 bis 2 Folgen davon machen zu können. Wichtig ist hierbei, dass es sich um das normale Internet handelt und nicht um das Deep Web. Das heißt, diese Seiten kann man allesamt über Suchmaschinen finden und ich werde sie euch auch unten in der Beschreibung verlinken. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von der Chronologie. Die erste Seite, die ich euch in diesem Zusammenhang zeigen möchte, ist die sogenannte Divine Interventions. Und wir alle wissen, dass es auf der Welt ziemlich seltsame Sexshops gibt. Das wissen wir eigentlich alle. Aber dieser hier ist noch etwas ganz Besonderes. Denn es ist ein religiöser Sexshop. Hier kann man beispielsweise, wie man auf dem Titelbild schon sieht, sehr verstörende Sachen erwerben. Beispielsweise Dildos in der Form der Jungfrau Maria. Ja, und diverse andere Spielzeuge, die ich jetzt so nicht benennen möchte. Auf jeden Fall auch in Form eines Jesuskreuzes. Und guckt euch die Seite einfach mal an. Ihr werdet viele verstörende, sehr, sehr verstörende Sachen entdecken. Und vielleicht auch ein bisschen an der christlichen Moral zweifeln, wenn man das hier so sieht. Aber gut, schaut euch die Seite einfach mal an. Der Link steht unten in der Beschreibung. Als nächstes hätten wir die Staggering Beauty. Das ist eine Internetseite, auf der ein schwarzer Wurm ist, der jeder Bewegung deiner Maus folgt. Also egal, wo du hinscrollst, ob nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts, ist völlig egal, dieser Wurm wird dir folgen. Wenn man allerdings die Maus schnell bewegt, schnell hin und her bewegt, dann wird eine sehr verstörende Melodie ertönen, und ganz viele Farben werden im Hintergrund aufflackern. Viele verschiedene Farben und sehr, 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 sehr schnell. Ich möchte die klare Warnung für Leute mit Epilepsie aussprechen. Denn wer an Epilepsie leidet, sollte diese Seite tunlichst vermeiden. Und wer nicht weiß, dass er nicht zu 100% nicht daran leidet, der sollte diese Seite auch nach Möglichkeit vermeiden. Denn selbst jemanden, der nicht an Epilepsie leidet, für den ist es schon eine ziemlich harte Nuss, diese Seite. Also ich hatte auch Probleme, das längere Zeit zu machen. Als nächstes hätten wir die sogenannte Death Row-Seite, auf der Kommentare geschrieben werden, die die letzten Worte von Leuten waren, die kurz danach hingerichtet wurden. Also praktisch die letzten Worte der verschiedenen Leute vor ihrer Hinrichtung. Und diese Seite wird auch ständig aktualisiert. Also als ich das letzte Mal dort unterwegs war, war die letzte Aktualisierung von vor 2 Wochen. Also dieser Mann wurde 2 Wochen vorher hingerichtet und die letzten Worte von ihm standen dort drin. Und wenn ihr Lust habt, euch den Tag zu versauen, dann schaut euch diese Seite auf jeden Fall mal an und lest euch die letzten Worte von einigen mal durch. Es ist vor allem absolut schockierend, wie viele Leute sich entschuldigen und sich von ihrer Familie verabschieden. Aber noch viel schockierender finde ich, wie viele Leute einfach mal sagen, dass sie unschuldig sind. Und ja, ob es nun stimmt oder nicht, aber ich will gar nicht wissen, wie viele Leute unschuldig schon auf dem elektrischen Stuhl saßen oder von der Giftspritze getötet wurden. Ja, also wie gesagt, wenn ihr euch den Tag ruinieren wollt, dann lest euch diese Kommentare durch. Dann hätten wir die schöne Seite Death Calculator. Diese Seite will anhand eurer Daten, die ihr da eingebt, also zum Beispiel Alter, Größe, Gewicht, wie viel ihr raucht und so weiter, will die Seite ausrechnen,
wann ihr sterbt und an was ihr sterben werdet. Und das Verstörende daran finde ich, dass da wirklich Ergebnisse rauskommen, die durchaus der Wahrheit entsprechen könnten. Also es ist jetzt nicht so ein Mist wie, sagen wir mal, die Todesuhr, die dir sagt, ja, du stirbst dann, fertig. Nein, nein, du gibst Daten ein und das erzählte dann, wann du möglicherweise sterben könntest und an was. Also ich fand die Seite nicht schlecht. Also ich fand sie einigermaßen verstörend, muss ich mal sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie und warum, damit ihr dieses Feeling selbst mal erlebt, macht das einfach mal. Link ist unten in der Beschreibung. Als nächste Seite hätten wir Human Lever. Und wer Englisch kann, der kann sich das jetzt schon übersetzen. Also das ist Leder aus menschlicher Haut. Und diese Seite wird in Großbritannien betrieben, beziehungsweise der Vertrieb von Produkten aus menschlicher Haut wird in Großbritannien vertrieben. So, die Frage ist jetzt, beziehungsweise, ja, nicht die Frage direkt, aber irgendwie doch, woher haben die nun menschliche Haut, um ihre Produkte herzustellen? Und die Seite selber schreibt, dass das Menschen waren, die sich vor ihrem Tod, also die vor ihrem Tod eine Willenserklärung unterschrieben haben, dass sie sich für so etwas zur Verfügung stellen, dass sie später zu Produkten verarbeitet werden. Und ja, es gibt genug kranke Menschen, also glaube ich das allzu gern. Ich hoffe einfach mal, die machen nichts, was auf andere Sachen hinauslaufen würde, also wo sie diese Haut herbekommen. Aber gut. Und die Produkte aus menschlichem Leder haben auch einen stolzen Preis, möchte ich mal sagen. Weil wenn man da so guckt auf der Seite, ja, 10.000 Pfund, 12.000 Pfund, 20.000 Pfund, also es sind stolze Preise. Und wenn ihr nicht wisst, worin ihr euer Geld investieren sollt, kauft euch ein Portemonnaie aus Menschenleder. Simulation Argument. Auf dieser Seite geht es darum, dass ein Professor der Oxford University mit dieser Seite beweisen will, dass alles um uns herum, wirklich alles, auch wir selber, nur eine Computersimulation ist. Und ja, wenn man sich das mal vorstellt, alles soll eine Computersimulation sein, alles was wir erleben, irgendwie ein kranker Gedanke. Und anhand dieser Behauptung und anhand von mehreren Berechnungen verschiedener Wissenschaftler besteht eine 20%ige Chance, dass es wirklich so ist, dass wirklich alles um uns herum und wir selber nur aus einer Computersimulation besteht und dass wir und alles um uns herum nicht real sein soll. The Maze oder auch The Maze Game. Ja, das ist ein Internetspiel, was bei einigen Leuten relativ bekannt sein dürfte, bei anderen wiederum nicht, deswegen stelle ich es hier vor. In diesem Spiel muss man mit der Maus durch ziemlich enge Gänge gehen und versuchen, nicht an die Wand zu kommen. Wenn man an die Wand kommt, muss man das Spiel von vorne beginnen. Und das Ziel des gesamten Spieles ist es, Level 4 zu erreichen. Ihr könnt mir glauben, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Level 4 zu erreichen. Auf jeden Fall ist das Ziel des Spieles. Und ein guter kleiner Tipp von mir. Ihr werdet danach sehen, warum. Wenn ihr dieses Spiel spielt, lasst euch von jemandem filmen. Oder filmt euch selber, während ihr dieses Spiel spielt. Ihr werdet sehen, warum. Ich möchte hier nicht weiter spoilern. Die nächste Seite ist Angel Fire. Und man könnte sagen, das ist die Bibel, in Anführungsstrichen Bibelseite für Satanisten. Ja, und ihr könnt da Mitglied einer Satanistengruppe werden, wenn ihr jünger als 19 Jahre seid oder jünger als 20 Jahre, könnt ihr einer Jugendorganisation der Satanisten beitreten. Wundertoll. Und
Ja, auf dieser Seite wird in Anführungsstrichen bewiesen, dass es Gott nicht gibt, dass es nur Satan gibt. Und warum Satan das Heil von allen ist, um die mal selbst zu zitieren. Und ja, warum nur Satanismus das Wahre ist. Lest euch das gerne mal durch. Das ist, ich finde das ziemlich kranker Scheiß dabei. Aber es soll wirklich Menschen geben, die auf sowas abfahren. Gut. Ja, jeder wie er denkt, aber auf jeden Fall, falls jemand sich da angemeldet hat oder falls jemand da schon Mitglied ist, ihr könnt mir ja gern mal schreiben oder derjenige kann mir ja gern mal schreiben, wie ihr mein Video so findet. Vielen Dank auch. Und ja, ansonsten, Joy of Satan. Ja, es ist eine Satanistenseite. Die Bibel der Satanisten. Ja gut, Link ist natürlich in der Beschreibung. Kommen wir zur vorletzten Seite. Mit dem schönen Namen www.yy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 
Ich habe da vergeblich gesucht und teilweise will ich es ja gar nicht wissen, aber irgendwie doch, der Mensch ist ja schließlich neugierig. Also, ja, viel Spaß bei Normal Porn for Normal People. Link ist in der Beschreibung. So, das war es zu diesem Video. Das waren 10 verstörende Internetseiten. Ich hoffe mal, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Alle Links zu den Websites sind in der Beschreibung zu finden. Schaut euch die Seiten gerne mal an. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK.